Hallo und herzlich willkommen zu Just Cause 4. Natürlich, wir sind gerade an einer anderen Stelle, weil ich das Spiel einmal komplett neu gestartet habe. Oder halt neu sind. Oh, hier. Was ein Relikt zum Ruinieren. Aber hatten nicht hier sonst die Mission gehabt letztes? Okay. Egal, kriegen wir schon Einer hin. meiner Widersacher, der Espinosas Lügengeschichten weiterverbreitet, befindet sich in deiner Nähe. Kannst du Ach sein so. Fahrzeug aus dem Verkehr ziehen? Störe das Fahrzeug. Javi, das Fahrzeug ist Schrott. Okay. Gerade noch ein J. Nee. Okay. Sonst würde ich mal sagen, hier. Drohnenaktivitäten oder was war hier? Schüsse schmettern. Eigentlich müssten wir ja nach hier. Am Diebstahl bei Meteor Lab. Da machen wir uns mal hin. Ups. Oh. Oh, da oben müssen wir hin. Ist natürlich total super. Macht weiter so, Meteor Leute! Lab ist eine von Oscars Blitzforschungseinrichtungen. Wenn wir zumindest an einen Teil der Wetterdaten dort kommen könnten, bringt uns das der Vernichtung von Projekt Yappa vielleicht einen Schritt näher. Klingt vernünftig. Ich melde mich, wenn ich da bin. Das Motorrad, ey. Bis dann! Geht das dort mir zu lang mit dem Panzer? Den Berg da hoch zu kommen. Ich bin bei Meteor Labs, Argento. Was haben wir über den Laden? Das Labor nutzt ein Stahlluftschiff, um Wetterdaten für Projekt Yappa zu sammeln. Wir müssen das Luftschiff nur über die Basis bringen und dann kann es sein Ding machen. Geh in den Hangar, in dem das Luftschiff steht. Hier müssen wir hin. Der Hangar ist verschlossen. Es kann auch niemals einfach sein, oder? Irgendwelche Ideen, Easy? In der Einrichtung gibt es mehrere Konsolen, die als Sicherung für das Luftschiff fungieren. Sag mir, wo ich hin muss. Oh, aua. So, entsperrt. Oh, shit. Und jetzt schnell zu den anderen, bevor sie alle zurückgesetzt werden. Sie werden zurückgesetzt? Beeil dich einfach. Thank you.
Oh, come on. Jetzt noch nach da hinten. Oh, shit. Geht doch. Boom. Der Hangar ist jetzt offen. Die Konsole für das Luftschiff ist da drüben. Oh. Shit. Was Blitz? Bleib unten und beweg dich schnell, um nicht vom Blitz getroffen zu werden. Vielleicht hätte ich das Ding hier aktivieren sollen. Bin unten. Starte das Luftschiff. Und da fliegt es. Du musst nah ran, damit Izzy die Daten abgreifen kann. Ich krieg das schon hin. Dann behalte ich das tatsächlich. Wo bist du, du Bastard? Shit. Heya. Izzy, ich bin in Reichweite. Jetzt bist du dran. Bleib in der Nähe von diesem Ding. Rico, sei still. Ich arbeite. Was gibt's, Sargento? Die Schwarze Hand hat einen Jet losgeschickt, der das Luftschiff abschießen soll. Izzy, wie viel Zeit brauchst du? Noch etwas. Bleib, wo du bist. Was zur Hölle? Ich bin noch nicht fertig. Bleib bei der Konsole. Ich arbeite dran. Das ist die Konsole? Das war's. Ich hab's. Bei dir ist alles okay, oder, Rico? Ja, ja. Alles bestens, Izzy. Gib die Daten an Mira weiter. Mal sehen, was sie damit... Puh. Bams. Dann wollen wir mal gleich auf hierzu, oder? Kann. Ist es das? Mhm. Laut der Daten, die du erhalten hast, erzeugt die Ionspule hier positiv geladene Luftströme zur Stimulation elektrischer Stürme. Das Ding erzeugt Blitze? Nein. Es erzeugt eine positive Ladung, die eine negative Ladung anzieht. Also trifft der Blitz nur die Ionenspule und sonst nichts anderes um sie herum. Also absorbiert es Blitze. Wie schaffen wir das Teil hier raus? Wir müssen am Sicherungssystem vorbeikommen. Das Gelände wird durch Blitzableiter geschützt. Aktiviere sie und das System wird die Spule entsichern. Blitzableiter? Du hast doch gesagt, das Ding absorbiert Blitze. Mira sagt, es geht. Also geht's auch. Mhm. Ich wollte sie nur ein bisschen verarschen. Dann fahre ich mal die Blitzableiter hoch. Irgendwie kam man früher einfacher mit ihm aus. Wir verstehen uns gut. Komm schon, gehen wir rein. Und ich bin draußen bei den Blitzen. Ist klar. Der Sturm kommt näher.
Fahr die Blitzableiter hoch, dann sollte das Sicherungssystem die Spule freigeben. Gehen wir erstmal da hinten hin. Hab den ersten Blitzableiter. Da muss ein Trennschalter sein. Der fährt den Ableiter nach oben. Oh, den einen, den wir schon aktiviert haben. Gut. In der Nähe eines aktiven Blitzableiters bist du vor Blitzen geschützt. Und wenn ich etwas weiter weg bin? Und falls du denkst, du wirst vom Blitz getroffen, beweg dich so schnell und so weit du kannst. Schnell bewegen. Verstanden. Hm. Wie läuft es da draußen so? Ist etwas feucht. Hast du deinen Fallschirm mal wie einen Poncho benutzt? Gegen die Blitze hilft er natürlich nicht. Oh. Rico, alles klar? Oh, ja. Alles bestens. Den letzten Blitzableiter. Der letzte ist oben und ich bin klatschnass. Zurück an die Konsole, dann kannst du die Ionenspule hochfahren. Das ist ein Scheißgewehr. Was ist los? Hab mir am Kaffee die Zunge verbrannt. Aber ja, mach dich ab zur Konsole. Das weckt die Nachbarn auf. Einschlägt, musst du schnell sein, Kleiner. Eine Ionenspule kommt sofort. Aber die Blitzableiter sind wieder unten. Scheiße. Es gibt irgendein Problem. Warte. Solange du bei der Spule bleibst, bist du sicher. Denn sie absorbiert Blitze, Rico. Klappe halten und Schalter umlegen. Okay, das war's. Danke. Rico, es gibt einen Fehler in der Hardware. Versuch, die Blitzableiter über die Konsole da anzusteuern. Okay, ich hab's. Blitzableiter fahren wieder hoch. Das sollte reichen. Dann holen wir mal die Spule raus. Oh ja, wir haben's geschafft. Ja, gutes Teamwork, Sheldon. Und jetzt gib mir ein Handtuch. Okay. Ist dir kalt? Hier. Los, komm schon, Kleiner. Ich halte meinen Teil der Abmachung. Wir beide haben noch einen langen Weg vor uns. Ein paar abgesetzte Diktatoren später und du bist immer noch so ein Arschloch wie mit 17. Wäre ich 17, würde ich jetzt nicht so mitgenommen aussehen. Damals hast du dich angezogen wie ein mexikanischer Johnny Cash. Hast du was gegen Johnny Cash? Nein, ich hab nichts gegen Johnny Cash. Allerdings sind die Klamotten eher unpraktisch für einen Krieg. Wie du meinst, Hawaii-Hemdchen. Hast du etwas gegen Hawaii-Hemden? Hey, sind nur ein bisschen unpraktisch für einen Krieg. Gib her. Insgeheim, beste Freunde. Okay, das hätten wir. Feindkontakt verloren. Neu formieren. Bereit für die Kamera? Oh, warum nicht?
Ja. Was war das? Rico! Gut, wenn man die umhaut. So. Hätte ich vielleicht vorher lesen sollen, dass ich das im guten Zustand wegbringen soll. Vielleicht nicht so das geländefähige Fahrzeug ist. Aber wir haben sicher einen guten Weg abgekürzt. Zeit läuft schon wieder, also die Punkte läuft schon wieder runter. Wie weit ist das denn noch? Wir halbwegs gescheite Punkte kriegen. Ich bin raus. Alter! Jetzt. Ich dachte, wenn man durchfährt, ist man da. Du bist der beste Mann. Oh ja. Nein, nein, nein! Okay, wollen wir mal die nächsten Missionen machen? Was sagt der? Del Toreo. Was ist das hier? Wahrscheinlich müssen wir dahin. Und da das Gebiet einnehmen. Training Schisser schmettern. Bauern kann sich auch einfach um das Gebiet kümmern. Warum ist das eigentlich immer alles so weit weg? Dann lassen wir uns doch gleich erstmal hier einen Schnellabwurf holen. Versorgungsauftrag bestätigt! Achtung da unten! Njau! Wow. So, jetzt hat's geklappt. Ballern! Prospero Aero Espacial ist ganz in deiner Nähe, Rico. Die Anlage steht unter dem Kommando eines ganz harten Hunds, General Rojas. Hoffentlich lerne ich ihn mal kennen. Das hoffe ich auch. Okay,
Okay, Sargento. Ich bin bei Prospero Aero Espacial. Wie sieht die Verteidigung aus? Kanonen. Die müssen wir zuerst abschalten. Und dann lassen wir sie für uns arbeiten. Schaltet zuerst die Sicherungen der Kanonen ab. Dann sind sie angreifbar. Die erste Kanone ist abgeschaltet. Ich wollte aber eigentlich das Ding übernehmen. Ha. Alter, wie weit ist das denn weg? Hubschrauber der schwarzen Hand! Wir schicken einen Heli zur Unterstützung los, Rico. Ja, lass mich vorher das Ding hier hacken. Luftunterstützung ist unterwegs. So. Heute ist so ein Ding voll weit weg, ey. Ich hätte eher bei den Näheren da bleiben sollen. So, dann holen wir uns jetzt noch die restlichen. Oder holen uns noch vier weitere. Hi! Boom. Ist erledigt. Die haben keine Chance, Bruder. So. Ah. So, Hälfte geschafft. An alle Einheiten, Position halten. Schnappt ihn! Aua. Gilla. Bis dann. Hallo,
Na, dass du damit nicht die Waffen wechseln kannst. Mal gucken, wie lang hält sein Schild denn aus, hä? Aber ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann. Haut rein.